Jan Takanovic, herzlichen Glückwunsch. Danke, das war so eine knappe Kiste hier. Ja. Erster Heimsieg in 2013 und auch überhaupt der erste Sieg in diesem Jahr. Wir sind total happy. Kurze Analyse des Spiels. Ich muss ehrlich sagen, jetzt für mich persönlich, ich fand das ein sehr zerfahrenes Spiel, von vorne bis hinten eigentlich. Wir hatten mal einen Lauf, dann hatten die einen Lauf und ständig war das ein enges Spiel. Und ich meine, macht zwar Spaß zu spielen, die engen Dinge, aber man ist natürlich auch ein bisschen nervös. Wir wollten dieses Spiel heute unbedingt gewinnen. War gut, dass das Ende jetzt mit 5 Punkten Gott sei Dank für uns jetzt auch ausgegangen ist, aber war... Also war, hat Spaß gemacht zu spielen, aber war, ich spiele, war knapp. Also ich merke schon, ihr habt Nerven verloren, wir haben total die Nerven verloren. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir mitgebibbert und gezittert und gesehen, dass doch unkonzentrierte Strecken bei waren, dass die Motivation auch nicht so ganz da zu sein schien. So kam es zumindest mal rüber. Was ist los? Ich würde sagen, die Motivation war schon da. Wir haben das Problem gehabt, dass wir da vor allen Dingen in dieser Woche viele, viele kranke Leute hatten und waren nicht so viele Leute im Training, hatten dann Gott sei Dank Mittwoch nochmal ein gutes Training und gestern war auch nicht so schlecht, aber von der Summe her haben uns ein paar Leute gefehlt. Insofern ist das immer schwierig und das dauert dann immer, bis die Leute sich reinfinden. Vor allen Dingen war das leider auch heute jetzt für Christian sein Abschiedsspiel, der wird uns erstmal verlassen und so weiter. Also das war ein paar Emotionen, sage ich mal, für viele Leute dabei heute, aber im Endeffekt mit 5 Punkten können wir glücklich sein, dass wir gewonnen haben. Ich muss auch dazu sagen, das will ich gleich sagen, dass ich... Für die Leute, die von der Bank gekommen sind, auch wenn die ab und zu mal ein paar Fehler dabei waren, aber alle haben gekämpft und haben Mühe gegeben. Fand ich schon beeindruckend heute. Und vor allen Dingen, der muss ich heute rausheben, Bogi hat fantastisch gespielt heute. Der hat Punkte gemacht, was er sonst normalerweise nicht so viele macht und hat Energie gebracht und hat gekämpft. War geil. Das ist bis auf die höchsten Ränge hochgekommen. Der hatte richtig einen neuen Fanblock hier. Und wir hoffen, dass dann die Leistung bleibt. Und dass ihr vor allen Dingen jetzt anknüpfen könnt, dass ihr die Fahrt von der Hinrunde aufnehmen könnt und jetzt wieder ein paar Siege noch hinterherlegen könnt, um euch da auch die Motivation zu halten, und macht eurem Assistant Coach, der vorgestern Geburtstag hatte, noch ein paar mehr Geschenke und fahrt noch ein paar Siege ein. Die Zuschauer danken, sie stehen auch immer noch hinter euch und werden euch da schon noch hinpushen. Und dass die Grippe den Wölfen, dass auch Wölfe krank werden an Grippe, passiert, wussten wir bisher nicht, aber passiert und da kommt ihr auch wieder raus. Vor allen Dingen, eins will ich noch sagen, vor allen Dingen war das für uns heute ein wichtiges Spiel, weil wir haben, wer die Tabellensituation in der Regionalliga Nord kennt, der weiß, dass heute mit dem Sieg, hätte Pinneberg heute gewonnen, dann wäre das alles unten nochmal eng gewesen. So ist jetzt im Prinzip nach unten hin, ist da erstmal ein Deckel drauf. Pinneberg stellt mit zusammen mit, ich weiß gar nicht, wer ist da noch unten drin, wie heißt die zweite, mit Wolfenbüttel. Die stehen ganz unten auf die Abschiedränge, egal was passiert, die kommen auch nicht mehr hoch. Und jetzt haben wir ein breites, enges Mittelfeld, wo wir hoffentlich mit diesem Sieg jetzt den Wind in den Segeln haben und dann auch vor allen Dingen jetzt auch nochmal angreifen. Ein paar Siege und ruckzuck stehen wir auf Platz 3, 4, Verbesserung vom letzten Jahr. Und das ist genau das, was jetzt hier auch Basketball Rostock und den ganzen Verein noch weiter nach vorne bringen. Und insofern, die nächsten Spiele werden wir nochmal angreifen, nochmal alles geben und hoffentlich jetzt auch aus dem Tabellenkeller dann auch zügig rauskommen. Klingt super. Wir wissen auch, dass da noch ein bisschen höhere Siege mal drin sein müssen als nur 5 Punkte Abstand, weil wir damit natürlich auch ein bisschen die Plätze ausbauen können und uns ein bisschen absetzen können. Und die Wölfe wollen ja vorweglaufen und nicht hinterher. Und dafür alles Gute. Speziell mit Wolfi, ne? Ja, wie hast du Wolfi erlebt? Jetzt, er war das erste Mal hier in der Halle und hat ordentlich Gas gegeben. Ja, ich habe Wolfi gefragt, Wolfi, wie heißt du? Wolfi war ein bisschen schüchtern heute. Ich werde Wolfi noch irgendwann mal noch... Wolfi, komm mal her. Hier, Kapitän und Wolfi, einfach mal in die Mitte. Heute, Wolfi. Ich wollte gerade loben. Bisschen mehr Attacke machen, ne? Aber ansonsten schon nicht schlecht für Wolfi heute. Fand ich nicht schlecht. Also wir haben Wolfi gesehen, der hat abgerockt und getanzt und die ganzen Ränge mitgenommen, als es nötig war. Das wünschen wir uns. Und auf die nächsten Spiele erstmal herzlichen Glückwunsch, Wolfi, die Nummer 1, die unterstützt euch. Okay, also ciao, danke.